Wir haben vielleicht ja etwas durchwachsen begonnen, aber haben uns jetzt wirklich gefunden, haben uns gesteigert und die letzten drei Partien gibt es nichts zu auszusetzen. Im Endeffekt ist es egal, wer die Tore schießt. Wichtig ist, dass man Tore schießt und dass man die Spiele gewinnen. Kurve da Alarm macht, egal ob man jetzt auswärts oder zu Hause spielt, das ist richtig cool. Ich kann mich erinnern, dass ich damals immer gesagt habe, am Anfang, wenn der Knopf uns aufgeht, dann wird das Ganze ins Laufen kommen. Der GRK arbeitet mit Hochdruck am Ausgleich. Flanke kommt gut, Weber Bauer! Mitte lauert Gabichler, 2-1! Und jetzt Gabichler hat Platz auf der linken Seite und vielleicht auch der Pass zu Beham. Geht sich aus und was für ein Einstand! 2 Minuten auf dem Platz und das Tor zählt. Ja, ich glaube, wir können positiv in die Zukunft blicken. Wir haben vielleicht ja etwas durchwachsen begonnen, aber haben uns jetzt wirklich gefunden, haben uns gesteigert und die letzten drei Partien gibt es nichts zu auszusetzen. Wir haben jemals 3 Punkte geholt und ja, jetzt klopfen wir oben an und jetzt geht es einfach hart weiterzuarbeiten und ja, ich freue mich auf die kommenden Spiele. Ja, ich glaube, wenn man jetzt speziell die letzten 3 Spiele hernimmt, ob es Juniors war, ob es Kapfenberg war oder ob es Steyr war, haben wir 2 Tore gekriegt, glaube ich, in 3 sehr guten Spielen und ich glaube, da kann man durchaus zufrieden sein, aber wir müssen jetzt dranbleiben, die Länderspielpause ein bisschen nutzen für das Runterkommen wieder ein bisschen und dann voll durchstarten. Wir haben gegen St. Anna begonnen, da war erste Halbzeit ganz okay. Sind dann auch, glaube ich, verdient dann drüber gekommen. Gegen Lustenau haben wir gut begonnen, erste Halbzeit. Zweite Halbzeit war dann nicht mehr so gut. Hat Gründe gehabt. Drittes Spiel war dann Horn zu Hause. Und da waren wir mit der ersten Halbzeit überhaupt nicht zufrieden. Zweite Halbzeit dann hat es die Mannschaft besser gemacht. Drittes Meisterschaftsspiel haben wir gehabt, Young Violets. Das war bis jetzt, glaube ich, unser schlechtestes Spiel, was die Offensive betrifft. Da haben wir, glaube ich, im gesamten Spiel 1 oder 2 Torchancen gehabt, sonst war eigentlich nicht so viel. Ja, und dann ist Oberösterreich schon erst gekommen. Ich glaube, das war das erste Mal, dass wir eine richtig gute Leistung am Platz gebracht haben. Ich glaube, verdient in der Höhe gewonnen haben. Kapfenberg war mit Höhen und Tiefen. Ich glaube, wir haben da von Anfang an ganz gut begonnen. Dann haben wir das Gegenteil gefahren, dann haben wir ein bisschen Probleme gehabt. Haben dann aber Gott sei Dank 2 Tore nachschießen können. Zweite Halbzeit war es eher ein Kampfspiel, wo wir uns wehren haben müssen. Das hat die Mannschaft gut gemacht. Ja, und jetzt vorwärts Steyr. Ich glaube, ich kann auch zufrieden sein. Im Grunde genommen sind wir nicht unzufrieden mit dem Spiel, mit bisherigen Saisonverlauf. Aber es hätte der eine oder andere Punkt mehr sein können. Ja, es sind derzeit natürlich viele Spieler verletzt, was für uns jetzt nicht so optimal ist. Also zurzeit ist es eher ein bisschen dünn, aber wir arbeiten jeden Tag dran und auch die Verletzten arbeiten dran, dass sie so schnell als möglich zurückkommen können. Und ja, die Länderspielpause tut uns jetzt gut, die 2 Wochen, wo wir wirklich einmal ordentlich den Fokus drauf setzen können, wie weit die Spieler schon sein und dass wir es ordentlich zurückführen wieder an die Mannschaft. Aber es wird bei einigen schon noch ein bisschen dauern, aber wir sind fleißig dran. Ja, ich glaube, das brauchen wir alle. Es ist für uns alle wichtig im Verein, dass die Verletzten wieder zurückkommen, dass wir wieder alle am Trainingsplatz stehen, alle gemeinsam für unser Ziel fighten. Ich glaube, die Verletzten
sind auch schon richtig heiß auf das, dass sie wieder zurückkommen. Und ja, ich freue mich auf alle, die wieder am Trainingsplatz stehen und dass wir gemeinsam unser Ziel erreichen. Ja, wir schauen natürlich von Woche zu Woche und wir schauen jetzt, dass wir in der Länderspielpause trotzdem gut trainieren, dass wir uns fit halten. Wir haben ein Testspiel gegen aus der Klagenfurt, das natürlich sehr attraktiv ist. Und dann schauen wir natürlich in Blaues Linz, dass wir wieder das Bestmögliche mitnehmen können dort, auch wenn es sicher kein einfaches Spiel wird, aber wir wissen um unsere Qualitäten. Und wenn wir das umsetzen können, glaube ich, können wir schon was mitnehmen. Ja. Wir haben zwar Testspiele auch diese Woche am Freitag, aber da werden wir wieder ein bisschen was durchprobieren. Wir werden den einen oder anderen, der was weniger Spielzeit bekommen hat, länger spielen lassen. Ja, und dann bereiten wir uns auf Blaues Linz vor und das ist ein richtig cooles Spiel vor der Brust. Ich glaube, wenn wir so auftreten wie gegen Oberösterreich Schunes und genauso jetzt gegen Vorwärts Steyr, dann haben wir auch dort sehr, sehr gute Möglichkeiten, dass wir es mitnehmen können. Aber wir müssen uns schon strecken und das ist uns auch bewusst.